Ja, ich bin noch der Meisterschiri hier. Hallo liebe Sportsfreunde, mal ein ganz anderer Anfang. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich gerade in Wiefelstede und veröffentliche heute ein B-Jugendspiel. Ich habe gerade eben schon ein sehr cooles Geschenk überreicht bekommen. Und eine Sache ist hier sehr, sehr cool. Guck mal nach unten. Alter, der Rasen ist, wie du gerade gesagt hast, wie geleckt. Als hätte eine Kuh rüber geleckt. Also richtig cool. Wir machen eine gute Platzkontrolle. Ich stelle mich kurz vor und alles weitere seht ihr dann. Viel Spaß mit dem Video. Alter Vater, hier ist schon wieder viel los. Ich mach die alle heiß hier. Wenn heutzutage ein Spieler einen Schiri angeht, dann geht er den Schiri nicht an, weil er vielleicht Hans Jung heißt, sondern er geht ihn an, weil er der Schiedsrichter ist. So ist es ja auch beim Polizisten. Wenn ein Polizist heutzutage keinen Respekt bekommt, dann greifen sie ihn an, weil er der Polizist ist, weil er irgendwo was zu sagen hat. Und so ist es beim Schiri auch. Ne? Also dieses Wort oder dieses Schiedsrichter ist einfach so schlecht negativ heutzutage dargestellt, dass die Leute einfach so einen Hass darauf haben. Das ist einfach so, weil sie einfach damit nicht klarkommen, dass der Schiri das Sagen hat. Aber es ist einfach so. Ich habe das Sagen, Punkt aus Ende. Es muss ja jemand das Sagen haben. Sonst artet das ja irgendwie aus. Ne? Du weißt keine Lösung. Respekt für den Schiedsrichter ist zusammen ein Ziel. Oh, bitte, enttäuscht mich heute ein einziges Mal nicht. Amon. Hör auf mit diesen Wörtern, ich brauche keinen Amon. Ich unterstütze dich der Tag eins. Wiederholung. Till, hör auf damit. Ich finde das nicht so schön. Weißt du, Dinge heutzutage schaffst du immer nur, wenn du sie alleine machst. Wir sind sehr in Zeitstress, die alle warten da draußen auf uns. Deswegen gehen wir jetzt raus und ich pfeife das Spiel an. Viel Spaß. Eure Fahnen, Jungs, eure Fahnen. Oh mein... Ich liebe dieses Leben. Yeah. Alles klar, let's go. Was macht er da? Nummer 8! Julian! Digga, was war das? Oh, der geht raus. So, Mädels. Ey, Jungs. Rot lauft ihr einmal durch und blau, ihr stellt euch einmal hier so hin, dass wir nach da gucken, okay? Gutes Spiel. Kapitäne zu mir! Ich habe eine pinke Pfeife. Habe ich hier rausgekramt aus der letzten Schublade. Ihr seid angereist, ne? Alles klar. Achtung. So. Welche Seite? Okay, ihr dürft auswählen, Seite oder Anstoß? Okay, stehen bleiben oder wechseln? Alles klar, dann kriegt ihr erstmal die Pfeife, bringt die mal zu deinem Trainer und ein gutes Spiel euch, ne? Sehr gut, super. Okay, Jungs, vor Anfang Konzentration, lasst sie ruhig spielen erstmal und erstmal ein bisschen gucken, was sie so machen. Rot war dran. Tor! Sehr gut. Trainer, kannst du mir das Teil hier hinten von innen mal reinklemmen? Also, dass es nicht raushängt. Weißt du, dass es einmal umgekehrt ist? Jungs, warte ganz kurz. Ich danke dir, ne? Kannst spielen? Boah. Tor. Okay. Tor. War Tor? Hast du ihn berührt? Ich? Ja, der Torwart. Ja. Alles klar, könnt ihr machen. Junge, warum habe ich mir ein Unterzieht-T-Shirt angezogen? Ich bin so am Schwitzen, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Am Ball, weiter geht's! Kein Abseits. Okay. Alles gut? Hast du einen Tritt bekommen oder? Ja? Würdest du sagen, war Elfer oder? Nein? Ich glaube, er hat erst mal gespielt. Okay, ja, ich frage nur nach. Sonst hätte ich jetzt Elfer gegeben, wenn du gesagt hättest. Aber alles gut bei dir, ne? Ja, perfekt, super. Und weiter. Boah, ich seh nichts. Tor. Nummer 30. Ich muss
muss eine Sache sagen, es war so dumm von mir, dass ich einfach Untersitz angezogen habe. Die laufen mit T-Shirt hier herum und ich komme mit Unterzieht-T-Shirt. Ich hasse mein Leben. Eigentlich muss ich mich umziehen, aber ich habe gar keine Zeit dafür. Oh. Ja. Wir machen jetzt so, ich mache jetzt diesen Move und wenn ich gleich wieder zurück mache, bin ich nur noch im T-Shirt, okay? Achtung! So, ich habe mich umgezogen. Oh mein Gott, aus nochmal so, ich habe mich jetzt umgezogen, ich bin jetzt in Kurzarm. Ja, so ist es ein bisschen wahrscheinlich entspannter. Ich will eine Sache noch ganz kurz sagen für meine Community da draußen, weil sich immer viele fragen, warum wir mit Headset spielen und mit Funk fahren. Also, ich habe das geschenkt bekommen und möchte das gerne einsetzen für junge Leute, die einfach mal Spaß dran haben, sowas einfach auszunutzen, okay? Ist immer eine ganz coole Sache, oder? Es gefällt doch, macht ja Spaß. Ja, das ist richtig geil. Genau, das ist die Hauptsache. Tschüss. Am Ball dran, am Ball dran, am Ball dran. Tor. Ja. Schadi, Schadi. Weiter geht's. Weiter geht's. Vorteil. Freischuss rot. Von hier, glaube ich, oder? Hier ist so ein Loch. Ja, genau. Leg nicht in das Loch rein. Und trittst du gleich noch rein ins Loch. Hat auch schon jemand reingetreten. Mach die Mauer. Er läuft einfach weg. Einfach Korb kassiert von ihm. Ja, dann machen wir halt keine Mauer. Jungs, ihr müsst mit mir sprechen. Sonst verstehe ich euch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und macht das so große Augen. Zusammenstellen, ne? Perfekt, super. Ja. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Nein? Ich habe schwer Luft. Immer noch oder geht's? Geht's schon besser oder noch ein bisschen schwer Luft? Setz dich mal ganz kurz hin, Mama. Setz dich mal hin. Und dann so Füße hoch. Setz dich hin, leg dich hin, leg dich hin. Und mach die Füße angewinkelt. Angewinkelt hoch so. Jetzt leg dich mal hin. Leg dich hin, leg dich hin, leg dich hin. Alles gut. Hol ein bisschen Luft, hol ein bisschen Luft. Was zu trinken? Was zu trinken? Er kriegt schwer Luft. Ja, aber einmal kurz was trinken. Okay, weiter geht's. Was macht der denn, der Spider-Man? Digga, was war das? Jux, noch zurück ein bisschen. Jux, 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 noch ein bisschen zurück mit dem Ball. Noch ein bisschen. Guck mal, da vorne ist die Grätsche. Noch ein bisschen zurück. Guck mal, da vorne ist die Grätsche. Ja. Nicht da reinlegen. Ja. Ich sag, darf dazu nicht sagen, aber okay. Ich warte dich nur vor. Ah, nö. Ich fress einen Besen. Digga, das wär's gewesen. Es hat sich gereimt. Ich fress einen Besen, das wär's gewesen. Alter. Jungs, warte mal ganz kurz. Guck mal, wir haben in einer Minute Schluss. Bevor ich hier für immer weggehe, bitte guck mal ganz kurz zu. Ich zeige euch kurz einen Einwurf, okay? Alter, ich kann mir das sonst nicht mal angucken. Hol mal kurz da vorne den Ball einmal. Ihr guckt das mal zu, wie ich das mache, okay? Weil ihr werft ein wie so, weiß ich nicht. Guck mal. Also, passt auf. Beide Füße hier dran. Bein nach hinten, einmal hinten am besten berühren und dann werfen. Okay? Und jetzt einmal Applaus für mich. Dankeschön. Wieder nochmal Einwurf machen. Nochmal Einwurf. Wir machen nochmal Wiederholung. Ich gebe dir noch eine Chance. So, alle Augen sind auf dich jetzt. Ja, sehr gut. Handspiel. Handspiel. Und Feierabend. Bevor du für immer weggehst, bitte die Pfeife. Was ist? Bevor du jetzt für immer weggehst, bitte gib mir die Pfeife. Ich kann die Pfeife nicht verschenken. Weißt du warum? Guck mal, diese Pfeife habe ich seit genau 8 Jahren. Die habe ich noch nicht so lange. Ich schicke dir die hier. Danke. Erstmal ganz kurz, hier habe ich gepfiffen. Gut, gut. Ja, gut. Ich habe gut gepfiffen.
Mach mal einen ganz großen Kreis einmal. Ganz kurz am Ende, bevor ich jetzt nach Hause fahre, wir nach Bielefeld in die Stadt, die es nicht gibt. Es war ein sehr geiles Spiel, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, aber bitte tut mir einen Gefallen. Seid nicht immer so fair, nur weil Quali hier ist, sondern seid immer so fair zu jedem Schiedsrichter, okay? Das ist mir ganz, ganz wichtig, ja? Ich rufe jetzt einmal ganz laut Respekt und ihr schreit richtig laut für den Schiedsrichter, okay? Respekt! Also, was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, ich muss dringend aufs Klo, deswegen muss ich ein bisschen beeilen. Kommt mal ganz kurz mit. Hier haben wir noch eine schöne Aussicht nach draußen hin. Ich muss sagen, es ist eine sehr coole Anlage gewesen. Ein Rasenplatz, der wie Teppich ist. Und mir hat es eigentlich insgesamt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte zwei super gute Assistenten, zu denen kommen wir gleich auch noch mal ganz kurz. Wie hat es euch gefallen? Gut. Mega. Ja? Hat richtig Spaß gemacht. Bei einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. 10 von 10. 100 von 10. Ja? Okay. Was war heute am geilsten? Das Kommunizieren beim Platz und einfach reden. Ja. Wir haben voll die wichtigsten Sachen natürlich besprochen die ganze Zeit, ne? Ja, naja, also das die natürlich. Gute Einrufe waren uns. Genau. Ich muss auch sagen, das Spiel war sehr gut. Eine Sache ist bei mir immer aufgefallen, dass ich weiß nicht, mein Stellung spielt. Das ist ganz schlimm. Ihr könnt es mal in die Kommentare reinschreiben, wie man das verbessern kann. Und ansonsten, ja, war es ein cooler Tag. Wir räumen es hier auf und dann geht's nach Hause und dann, ja, wird's richtig cool. Ich würde sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Was sagt man am Ende vom YouTube-Video? Daumen nach unten, lasst Daumen nach unten. Und abonniert. Abonniert. Und ja. Abonniert den Kanal. Und schreibt was für die Kommentare rein für den Algorithmus. Yeah! Jawohl, Junge. Wir sagen, ciao, Kakao. Bis zum nächsten Mal.